Ja, moin moin und herzlich willkommen zum nächsten ETS 2 Let's Play mit mir und mit Peter. Wir sind heute auf der ProMods unterwegs, ja, und werden eine Runde ProMods fahren. Wir stehen hier in Arnheim, in Holland. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir als nächstes fahren können. So, dann schaue ich doch mal rein. Wir stehen in Arnheim. Hier sind wir, genau. Ja, wir könnten eine Tour fahren nach... Wohin? Selfost? Okay, irgendwo da oben ganz am Arsch der Welt. Nee. Wir könnten fahren nach Lublin. Ja, fahren wir doch nach Lublin. Ist schon Polen. Oder nach... Nach England, nach Wick. Nee. England, Potsdam. Potsdam. Okay, fahren wir nach Potsdam, nach Posen. Schon wieder. Aber hey, dann machen wir das doch. Wir fahren nach Posen. Ja, ich hol mal meinen LKW, meinen Trailer ab. Natürlich. Och, ist ja nicht weit. Ist ja gerade hier um die Ecke, ne? Ja, wieder mal eine Folge auf der ProMods. Ja, ich wollte ja gestern schon eine hochladen, aber da kam leider das Aber dazwischen. Ja, es ist ein bisschen daneben gelaufen, nach Plan. Und ja. Ja, bevor wir jetzt die das annehmen, werde ich mal mir noch die meine Garage sichern hier. Denn ja, es wird sicherlich so Touren geben, wo ich dann auch mal woanders losfahren werde. Jetzt fahre ich ja nur die kleinen Touren. So, genau. Aufrüsten und bitteschön. Gut. Einmal aufgerüstet. Ja, dann gucken wir doch mal, wo jetzt gleich die Fahrt hier geht. Aber die Arnheim haben wir ja schon mal nach Potsdam. Also nach Posen. Und ja, warum nicht, ne? So, dann können wir den Trailer holen. Und dann werden wir die Tour fahren. Ja, hier hätten wir auch die Tour nach Selfoss. Gut, dies wäre auf jeden Fall eine sehr große Tour, die über, ja, über England und weiß der Geier nicht laufen würde, aber komm, wisst ihr was? Ich nehme die Tour und ja, dann fahren wir sie doch. Gut, wir fahren nach Selfoss, das heißt, wir fahren nach Island. Und ja, das wird eine lustige Tour jetzt, eine große. Und die nehmen wir jetzt. Mal schauen, was dazu kommt. Seid einfach drauf gespannt, denn ja, es wird auf jeden Fall wieder England kommen, wo ich ja schon eh nicht bin. Aber hey, was soll's? Fahren wir einfach. So, dann werden wir mal spätfahrer wieder anladen. Auf jeden Fall, es wird eine größere Tour sein. Das steht schon mal fest. Ja, genau. Und die ist sogar nicht einmal... Doch, ist drin. Ist drin. Was fahren wir denn? Dynamit. Ja, 20 Tonnen Dynamit. Also, wird lustig. Dann fahren wir doch mal Dynamit. Aber nicht von Duisburg aus, von Arnheim, Mann. Okay. Naja, diese Tour hat nur 3436 Kilometer. Alles klar.
spaßige Tour. Ja, da hätte ich auch anders rausfahren können eigentlich. Aber, ja, gut. Nee, wir stehen in Duisburg. Ach Leute, sorry. Das habe ich gar nicht gewusst. Entschuldigung. Ja, dann willkommen nochmal zur neuesten Folge von der Brummotz. Und zwar wir stehen in Duisburg. Ja, wir fahren jetzt von Duisburg aus. Deswegen hat mich das auch gewundert. Ich habe gedacht, wir wären in Arnheim. Aber nee, da stehen wir gar nicht. Wir stehen in Duisburg. Okay, alles klar. Dann hat mich doch mein Programm doch nicht verarscht. Ja, wir fahren jetzt dann quasi, ja, nach Selfoss. Also da hoch halt über England nach Island. Und ja, dann fahren wir doch mal die Tour. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Tour so verlaufen wird, denn so eine große Tour bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Klar, ich werde sie in mehrere Parts hochladen müssen, auf alle Fälle. Denn diese Tour werde ich nicht so auf einmal hinkriegen, glaube ich mal. Ja, mal schauen, ne? Gut, dann werden wir auch mal sehen, wie wir das heute alles abziehen werden. Denn ja, dann gibt es heute mehrere Parts. Gut, morgen wäre der Multiplayer dran, aber dann würde ich das doch so vorschlagen. Da ich am Samstag ja eh frei habe, werden wir dann am Samstag Multiplayer-Tours fahren. Ja, wenn ihr wollt, ihr könnt gerne mit dabei sein, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren, Leute. Dann kriegen wir schon irgendwie was hin. So. Ja, ich denke mal, diese Tour wird schon eine lange Tour werden. Also das wird lustig. Denn ja, 3420 Kilometer haben wir dann zu fahren. Und ja, wird spaßig. Ja, meine Freunde, wie ihr seht, wir fahren jetzt schon auch auf die Autobahn. Ich hoffe, das wird jetzt eine gemütliche Tour werden hier. Ja, vielleicht mal wieder heute ohne Frachtschaden. Das wäre ja mal genial. Stimmt, wir hatten die Tour nach Duisburg, da fällt mir das doch ein. Genau, die habe ich ja euch noch das letzte Mal präsentiert. Und da hatten wir ja gesagt, wir machen dann ab Duisburg weiter. Arnheim war ja heute die TSM-Map. Stimmt, genau, sorry. Ich mal alles wieder verflogen. Naja gut, kann passieren, Freunde. Aber, ja. Sowas passiert auch bei mir. Ja, ich schaue mir gerade an, wie lange habe ich denn Zeit? Ja, 126 Stunden, ne? Also, 71 soll ich haben. Das reicht aber noch. Oder? Ja, wie ihr ja schon bereits wisst von mir, kennt, oder ihr kennt es ja schon von mir, werde ich dann öfteren mal dann
ja, die Schlaffunktion machen. Die wird es auf jeden Fall auch wieder geben. Des Öfteren. Und ja, mal schauen, wie ich das jetzt mache. Ob ich mich nicht schon hier hinlegen werde. Könnte ich mir gerade überlegen, denn das war eigentlich eine sichere Idee. Ja, dann machen wir das doch so. Ich gehe mal kurz hier auf diesen Parkplatz drauf und werde dann kurz mal mich in die Schlafposition begeben. Und ja, dann würde ich doch sagen, wir sehen uns auch gleich wieder zum zweiten Teil. Und dann können wir auf jeden Fall weitermachen. Und dann würde ich sagen, bis gleich, wenn ich einen geeigneten Parkplatz bekomme. Jo, bekomme ich. So, bis gleich. So, ja, wir haben jetzt zwar noch morgens, aber 6 Uhr. Das heißt, wir können auf jeden Fall weiterfahren. Wenn ich hier so gut rauskommen würde. Okay, jetzt muss ich mal mein ETS befragen, geradeaus. Ja, wir fahren auf der Bomons. Und ja, jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier den Zwischenspeicher einlegen, denn ja, zur eigenen Sicherheit natürlich. Muss es sein, dass ich es mache. Ja, und wir fahren jetzt natürlich nach. Wird es Holland sein? Ja, denke ich doch, Holland. Ja, es ist Holland. Über die Grenze nach Holland. Genau, und von dort an aus geht es ja weiter. Ne? Ja, ist ja gut, aber so nicht hier. So nicht morgens, Leute. Dass ich wieder hier aufpassen muss wie ein Lux. Dass da wieder so eine Scheiße gemacht wird. Das geht ja mal gar nicht. So, ja. Genau, wie ich bereits euch schon erzählt habe, ich werde ja, bei meinen 800 Aufrufen auf jeden Fall wieder ein Let's Play machen. Denn ich habe bis jetzt schon über 688 Aufrufe. Und Leute, da muss ich sagen, danke erstmal, denn ja, ohne euch hätte ich nicht so viele Aufrufe. Denn 688 Aufrufe ist schon ziemlich viel. Und ja, danke erstmal. Hey, wake up! Oh nein, TS, was hast du denn? Ach so, ja, genau. Stimmt, da war ja was. Das muss ich auch noch machen. Fällt mir ja gerade so ein, das muss ich auch noch tun. Ja, dann werde ich das doch gleich mal tun, denn dann passt es auch. Ja, wir fahren. Beziehungsweise. Gleich ganz normal weiter. Fahren wir auch so oder so jetzt schon. So. Dann fahren wir mal weiter. Und fahren hier wieder weg drauf. Sehe ich das richtig? Ja, perfekt. Finde ich auch schöne, super schöne Autobahnauffahrt. Muss ich wirklich sagen. Echt so gelungen. Ja, die Leute von der Promos, die können schon was. Also, das merkt man auch. Hey, wake up. Denn, ja, sie machen einiges. Und ja, deswegen, mir macht die Promos Spaß. Und ich fahre sie ja gerne. Das wisst ihr ja, ne? Und ja, warum auch nicht? Ja, meine Freunde, ich schau mal, dass wir jetzt gleich mal einen Parkplatz erwischen sollten können. Wäre ja super nett, ne?
dann können wir auch gleich den zweiten Teil durchziehen. Aber ich muss mal schauen, wie wir das jetzt noch machen. Aber eigentlich will ich schon gucken, dass ich da irgendwie einen Parkplatz kriege, dann fühle ich mich auch wieder wohler. Irgendwie, keine Ahnung. Aber irgendwie ist das auch so. Naja. Ja, Vater von uns, aber. Genau, ich habe jetzt vorher die. Ich habe vorhin Omsi hochgeladen. Veröffentlichen werde ich es. Definitiv. Denn da sind da ein paar Sachen dabei, die müsst ihr euch mal anhören. Und ja, schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Denn es wäre mal interessant zu wissen, wieso, was ihr darüber nach oder was ihr darüber denkt. Wäre cool. Und ja, ich sag mal so, wenn wir die 50 Likes-Grenze erreichen. Muss ich mal so schauen, wäre cool. Und ja, schaut doch mal in den Videos vorbei. Und ja, im Prinzip, ihr unterstützt mich ja dabei eigentlich nur, denn ja, ich habe eine Funktion, habe ich bei meinem YouTube-Kanal nicht eingerichtet, und das ist die Werbung, denn ich meine, ich habe Werbung angeschaut, ach, keine Ahnung. Ja klar, mit euren Klicks und so weiter, mit 688 Aufrufe, meine ich, kann man ja schon was verdienen, ne? Klar. Aber ich habe das jetzt im Moment eigentlich nicht so richtig auf dem Schirm, denn, ja. Mein Google-Konto, beziehungsweise das Konto, wo ja, wo das ETS ja gemacht wird, da, oder nicht ETS, sondern die ganzen Videos von mir, die haben ja alle noch, ja, also 0 Euro, beziehungsweise, oder Dollar, egal wie man es nennen mag. Auf jeden Fall, ja, bis dahin schon nichts. Und ja, ich sag mal so, wenn da was wäre, wäre ja alles wunderbar, kein Thema. Aber, nee, ist nicht so. So, ich würde da mal sagen, ich werde jetzt den nächsten Parkplatz mit anfahren und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder zum nächsten Video. Bis dahin, ja, würde ich mal so sagen, bis dahin, bis dahin, euer Peter, ciao, ciao, und immer stay positive, immer positiv bleiben und positiv denken, Leute, dann geht alles gut. Bis gleich.